Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Ist schon eine Weile her, ne? Dass wir das letzte Mal hier gezockt haben. Wie schon bei Raft erklärt, privat ist einiges passiert. Und darunter Krankenstand und, also nicht nur für mich, sondern auch für meinen Freund. Krankenstand, ich war eigentlich gar nicht. Ich war einfach nur, ich hatte nur eine leichte Bauchgrippe. Ja. Und mein Wolfi hingegen, der hatte eine üble Bauchgrippe. Nachdem wir die geschafft gehabt hatten, musste er ins Krankenhaus. Ihm ist ein Haar in die Haut gewachsen und das musste operativ entfernt werden, weil es sich ja entzündet hat und zu eitern begonnen hat. Juhu. Und jetzt arbeiten wir seit fast 2 Monate dran, diese ehemalige 5 cm tiefe und 3 cm lange Wunde zum Heilen zu bringen. Und wir sind schon gut unterwegs. Wir haben jetzt schon, ja, 2 cm wurden eh genäht, aber ja, 2,5 cm haben wir jetzt geschafft. Es fehlt noch ein halber. Wir sind auf einem guten Weg, aber das ist echt mühselig im Sommer, sowas zu reparieren. Zu reparieren wie beim Mechaniker. So, ich soll endlich mal, es war ein oberste Empfehlung, endlich mal so ein Lagerschränkchen zu bauen. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich trottel hier bei den Bauplänen ganz unten, ne, hier spinnt, ein großer halt, und ein Wandspind. Ich dachte immer, ich müsste zuallererst mir erstmal eine Basis bauen unter Wasser oder über Wasser, wie auch immer. Wahrscheinlich eher unter Wasser. Also hier so mit Mehrzweckraum und so ein Fundament klumpert wäre. Ich dachte, ich brauche sowas zuerst, bevor ich mir diesen besagten Spind bauen kann. Aber anscheinend geht es auch so. Mir fällt jetzt nur auf, ich habe überhaupt kein Titan. Ich habe hier alles zu Titanbahn verarbeitet, um Platz zu sparen, schlau wie ich bin. Und jetzt habe ich natürlich nichts mehr. Mit nichts meine ich tatsächlich wirklich nichts. Lauter Graffel, viel zum Trinken, ein bisschen was zum Essen, aber sonst, jo, da kann ich mich selber nur gratulieren, ne? Was ich mich noch dunkel erinnern kann, ist, dass ich besonders schlau war und es geschafft hatte, meinen Helm zu verlieren. Da muss ich noch reinschauen, haben wir hier irgendwas? Natürlich nicht. Nein. Okay. gut. Wir brauchen Titan. Titanerz. Jetzt ist die Frage, ich habe das komplett vergessen, ne? Spawnt das wieder? Ich hoffe schon. Titan! Jo, ich glaube, diese Vorkommen können wieder spawnen. Es wäre sehr famos. Weil Zocki ein Schlaufuchs ist und nichts kann. Habe ich jetzt 1 oder 2 bekommen? 1. Das heißt, ich brauche noch einen, dann könnte ich mir schon so einen Schrankerl bauen, ne? Gut, ich sollte auch... Messer ist gezückt. Passt für den Fall der Fälle, dass wir das so ein... Na? Was ist mit du? Ich tue dir schon nichts. Du brauchst dich auch nicht anfurzen, deswegen. Das weiß ich noch, dass der eine Giftgas-Attacke macht. Ne? Also, furzen. Faule Gewinde. So, also... Gut. Was ist passiert beim letzten Mal? Was kann ich mich noch erinnern? Wir haben eine Alien-Basis gefunden. Wir haben zugesehen, wie ein Rettungsschiff, ja, von diesen Aliens, von diesem automatischen Abschuss-Dings, bla bla, zerstört worden ist. Ich vermute auch, dass dies eventuell ein Grund sein könnte, weshalb wir auch abgeschossen worden sind, dass die dort gehaust haben. Denke ich mal. Ich brauche ein Titanerz. Kann man sowas eigentlich auch kaputt? Nein, glaube ich nicht. Ich brauche eine Höhle. Ich schwimme irgendwo. Ich habe gehofft, dass hier noch irgendwas so ein Vorkommen ist. Oh, ja. Da war was. Luft. So, einmal schnell Luft holen. Genau. Und geht schon weiter. Jo.
Und ich möchte gerne schon seit weiß Gott wie vielen Parts endlich mir mal eine Basis bauen. Was ist denn das? Kupfer. Ich will nix Kupfer. Ich will Titan. Da haben wir auch was. Bäm. Jo, Titan. Sehr schön. So, jetzt können wir eigentlich schon diesen... Ich will diesen Wandspind mal probieren. Ich habe keine Ahnung, ob der auch... Ich probiere generell mal was aus. Ob es überhaupt in der Rettungskapsel Platz hätte. Da wäre Fischi für uns zum Essen, wenn er sich fangen lässt. Komm her, komm her. Ja. So. Weil ich muss ja langsam wieder schauen, dass wir was zu futtern kriegen. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde, denke ich mal, für unsere Verhältnisse kleine an die Wand befestigte Lagereinheit. Ich will aber die große haben, glaube ich. Ich probiere es mal. Kann ich die? Warte, da ist ein Medikit. Das nehme ich auch mit. Ich wollte nämlich gerade überlegen. Der wird mir nicht helfen, sowas zu bauen, oder? Geräte. Oder doch? Na, oder? Normal nicht. Das sind nur die Werkzeuge, die man so bauen kann, ne? Werkzeuge, Ausrüstung. An der Ausrüstung fällt sowas nicht, oder? Nö. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Na. Pfadfinderwerkzeug. Ressourcen, Elektronik, Grundmaterialien. Na? Gut. Ich glaube, daran scheiterte es bei mir das letzte Mal. Ich bin zu blöd, das zu bauen. Das könnte tatsächlich der Grund dafür sein, weil hier ist ja nur für uns, ne, persönlich. Aber wie zum Teufel? Warte, vielleicht brauche ich ein Werkzeug dafür. Warte mal. Hatte ich nicht mir damals ein Werkzeug gebaut für das? Konstruktionswerkzeug, war es nicht das? Habe ich das nicht schon? Warte mal. Warte, warte. Oder wollte ich mir das erst bauen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte, was mache ich denn da? Jawohl, passt schon, glaube ich. So, passt schon. So, wo war das denn? Reparatur, Scanner, Konstruktionswerkzeug. Da haben wir es schon. So mal. Kann ich das jetzt nicht? Ja, genau so. Warte, warte, warte. Warte, warte. Außen, Basiselemente. Aha, Luke. Ich will mal probieren. Könnte ich? Na, das klappt natürlich nicht. Da muss ich jetzt erst die Grundbasis machen. Ich wollte es nur mal testen. So. So. Innengeschichte. Und zwar dieser Wandspind. Okay, der geht natürlich in der Rettungskapsel nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Deshalb probiere ich jetzt mal. Warte. Ob ich den unter Wasser bauen kann. Weil wenn nicht, dann muss ich tatsächlich zuerst mir den Raum zuerst bauen, ne? Weil der gehört ja an der... Hoppla. Der gehört ja... Verdrück dich nicht jetzt dauernd. Ganz ruhig, Zocki. Weil der gehört ja an die Wand, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil die Kommentare gemeint haben, ich solle mir doch endlich mal ein Schränkelein bauen. Das geht halt in der Rettungskapsel. Die muss mir ja zuerst eine Behausung scheinbar bauen. Und dann darf ich das erst machen, weil der hier drinnen alles zu eng, ne? Da wird's halt nicht grün zum Bauen. Hm? Okay, dann wird's Zeit, dass wir uns eine Hütte bauen, ne? Ich wollte das Ganze eigentlich ursprünglich in der Nähe von der Insel bauen. Weil ich dachte, da gibt es neue Sachen zu entdecken und das, die Gegend hier kennen wir ja eh schon um die Rettungskapsel herum. Und da wollte ich mal ein bisschen auswärts, ne, dass wir so quasi, wenn wir dann die nächsten Gebiete erkunden, dass wir dann da nicht so weit haben. So habe ich mir gedacht gehabt. Was ich aber machen kann, wären noch ein paar solche schwimmenden Behälter-Dingens, dann könnte ich mir echt ein bisschen Platz verschaffen. Das könnte ich da so rundherum um die Rettungskapsel bauen. Das würde gehen. Da brauche ich aber nur den da, glaube ich, ne? War das unter Geräte?
hier wasserdichter Behälter, da brauche ich noch ein bisschen Titan. Das könnte ich machen und dann werde ich einfach mal versuchen, so viel Titan wie möglich zusammenzukriegen, damit wir eben, wie gesagt, unsere Behausungen da bauen können. Ne? Also angefangen hier mit den Basisgeschichten. Mehrzweckraum wäre halt auch nicht schlecht, ne? Erhöht die Hüllenverstärkung. Wie kriege ich da so einen Raum zusammen? Außenelemente. Luftpumpengeschichtel, Solardingens. Das ist aber außerhalb, oder? Heißt das, ich kann das... Ich muss das gar nicht unter Wasser bauen? Aha. Modifizierungsstation, was ist da noch? Schreibtisch und so ein Klumpertwerk. Okay. Okay, wo kriege ich jetzt die Teile für den Mehrzweckraum her? Ich vermute bei der Aurora, ne? Fundament. Da brauchen wir Blei auch noch dafür. Okay. Gut. Ich sauf gleich ab, ne? Wahrscheinlich. So. Na, wäre noch gegangen. Okay, okay. Nur mit der Ruhe. Ich sauf jetzt einmal was. Ging das nicht schon hier? Ja. Nein? Doch, ich habe mich verdrückt. Wo ist das denn? Wo ist meine Wasserflasche? Da. Gott sei Dank kann die schwimmen. So. Und noch schnell mal was essen. Jo, dieser Nährstoffblock ist heftig. Das habe ich auch vergessen, dass der so geil ist. Gut. Gut. Das zu dem. Ich will jetzt da... Ich brauche noch ein bisschen Titan. Genau. Dann gehen wir noch ein bisschen tauchen, bevor es komplett finster ist. Und dann werde ich mir nochmal so ein Luftdingens... Oder ich kann gleich... Habe ich nicht irgendwie ein bisschen Platz sogar drinnen? Bin jetzt ganz durcheinander, wie immer. Das ist so normal beim ersten Part, nach so langer Zeit. So, ich glaube, ich habe meine Taschenlampe weggeschmissen. Die liegt da hinten. Jetzt ist die Frage, ob die leer ist oder ob ich einfach dumm bin. Wahrscheinlich beides. Ich werde eine Batterie hier mal bunkern, glaube ich. Und ein bisschen Wasser werde ich bunkern, glaube ich. Dann passt das schon einmal. So, was ist mit dir? Taschenlampe einsammeln. Ich habe die einfach weggeschmissen, weil ich schlau bin. Energie hat sie. Natürlich hat sie Energie. Na gut. Okay. Den Scanner habe ich eh heraus. Das burst. Das Messer wäre raus. Ja. Reparaturwerkzeug. Brauche ich gleich. Was? Alter. Erschreck mich nicht. Du Ding. So, da sehe ich ein Fischi. Zum Essen brauchen wir halt einen Haufen noch, ne? Diesen Nährstoffblock, den hätte ich jetzt vielleicht noch nicht nutzen sollen. So. Na gut. Also, ich bin noch auf Titansuche. Jawohl, da ist er. Ich habe einen, also, ob es Titan ist, weiß ich nicht. Na, Kupfer. Ich habe einfach nur gedacht, Klassenerz vorkommen. Ich sollte auch in die Höhle, aber da wollte ich ehrlich gesagt erst dann hin, wenn wieder Tag ist. Riesen, also die Korallendings ist das, okay. Da kann ich schon versuchen, Erz zu kriegen, das wird nichts. Aber hier drinnen eventuell. Ich sollte vorher Luft holen und dann probieren. So. Gut, geht schon. So. Jetzt schauen wir mal, ne? Jetzt gucken wir mal. Kann ich dich mitnehmen? Jawohl. Wegen Essen und so. Au. Oje. Von dem Viech komme ich immer irgendwie nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Sauf ich. Ich weiß, ich bräuchte so ein spezielles Gerät. Hat er was für uns? Na, so ein spezielles Gerät. Komm her. Dann würde das schon klappen, aber die das nichts haben tun. So. Ich will Erze haben, Kreuzbirnbaum. Und ihr braucht bald Luft. Also, jetzt wäre es das Schlechteste, was mir passieren könnte, wenn ich mich hier verirre und dann elendiglich absaufe. Oder ich habe mich geirrt und die Erze können doch nicht wieder spawnen. Das wäre natürlich jetzt übel. Dann hätte ich ganz schön viel Titan verbraten, für nix. Ui, da sind sie. Die Fleischfresser-Viecher.
Da brauche ich auch noch eine bessere Waffe für die Viecher. Die muss ich auch mal ausrotten. So ganz lieb und freundlich. So. Da. Da haben wir was. Wieder Kupfer. Meh. Ich will aber kein Kupfer. Huch, meine Batterie ist, glaube ich, aus. Aber ich glaube, da kann ich machen, was ich will, gell? Ja, ja. Oh je, oh je. Autsch. Titan. Ich würde hier gern wieder raus. Cool, danke. So. Bisschen Luft wiederholen und dann, glaube ich, schwimmen wir mal ein bisschen nach Hause. So. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Titanium. Und alleine zum Heilen wäre es gut mal heim. Bevor mich wieder so ein Mistviech anknabbert. So, mal in die sichere Rettungskapsel. Gott sei Dank können sie das noch nicht zermalmen. So, wir haben jetzt nur 3 Titan. Ich fürchte, ich habe was verloren. Fürchte ich. Das ist natürlich zu wenig. Ich bräuchte 4 für so einen Behälter. Naja, egal. Naja, das ist eigentlich nicht egal. So, wie war das schnell Energiedingens? Genau, mit R. Da können wir uns eine neue Batterie nehmen. Ich sollte vielleicht nicht so gierig sein mit diesen Sachen. Kann man wahrscheinlich bei der Solarstation dann leere Batterien wieder auffüllen? Ich denke schon, ne? Ich sollte echt meine Energiedingens da sparen. So, Blutsch. So. Ich bin da weiter. So. Hätten wir das auch geklärt. So, also eine Höhle wäre mal nicht schlecht, ne? Eine Höhle oder irgendwas in der Richtung. Titan, hab ich ein Glück. So, da können wir jetzt schon bauen, glaube ich. Falsch. Ich muss nach Hause. Jetzt habe ich 4, ne? Da bin ich schon richtig. 1, 2, 5, genau. Na, 4 sind's. Hoppala, wo bin ich da? Hier muss ich raus. So, dann baue ich mir noch schnell so ein Wasserbehälter-Dings. Klatschen wieder da unten hin. Und hau wieder ein bisschen Zeug rein. Und so wurschteln wir uns jetzt ein bisschen hin und her. Und dann bauen wir jetzt endlich einmal unsere Station. Also ich werde ganz viel Titanium versuchen zu kriegen. Du da. Und hoffe, dass das klappen tut. So, auf die Firma dankt. So, wieder ins Wasser. Blutsch. Dann ausrüsten des Dingens. Ja, derweil so. So, wo ist das andere? Das war da. Genau. Da stellen wir auch gleich das nächste ran. Das hat da mal unser. Hä? Na. Ja, genau so. Na, das wollte ich jetzt nicht. So. Genau. Einpacken. Na, will ich nicht. Ich will nur. Genau. Ich will reinstopfen. Ich will reinstopfen, die Sachen. Also. Gut. Ich würde sagen, die ganzen leeren Batterien klatsche ich da jetzt mal rein, weil für den Fall, dass es mit dem Solar so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, hätten wir dann eventuell schon ein paar Batterien, die wir wieder aufladen könnten. Verstehst? So, dann was können wir noch reinklatschen? Das Essen werde ich jetzt braten. Ich werde das sowieso ein bisschen umtun. So, da ist noch eine leere, nein, eine volle Batterie sogar. Okay, so,
Da kommt jetzt das Wasser rein, ein Medikit, was jetzt so zum, für den Fall, dass wir am Verrecken sind, ne? Ich trinke mal einen Schluck. Braten wollte ich noch, genau. Ich schwimme nochmal kurz hoch. Es dauert jetzt wieder ein bisschen. Und dann, wenn wir das down haben da. Bist du schon fertig? Ja, geil. Gib her. Und wenn wir das dann mal haben, so Kocher, gekochte Nahrung, ja bitteschön, den Lochfisch, dann den da bitte, dann tun wir auch ein bisschen lagern, ne, so quasi ein bisschen Eis in den Reserven machen, und du da. Sehr gut. Zwecks Wasser, wie ging das schnell? Chlorbleiche. Ich habe das alles vergessen. Es tut mir so leid. Das waren diese... Was ist das? Fortgeschrittene Materialien. Was ist das? Aerogel. Ach so. Ja, das brauche ich glaube ich nicht. Elektronik ist glaube ich auch verkehrt. Grundmaterialien ist richtig. Die Chlorbleiche, Salz und... Achso, Salz und Rohrkrallen, Korallen, bla bla. Okay. Okay. So, wieder runter. Das Essen horten. So, also da ist unser Klumpert mit Essensding. Ich würde sagen, das und das tun wir horten und noch ein Medidings. Wasser geht mir jetzt auch schon aus. Das ist schlecht. Ich würde sagen, die Erze tue ich jetzt auch mal rein. Das Gold tue ich rein. Das tue ich rein. Das Glas. Das sind noch Batterien, die funktionieren genau. Blei. Also bin schon voll. Okay. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das gefällt mir. Hier können wir noch was reintun. Ja. Hier können wir noch was reintun. Und zwar, was tun wir da rein? Ich würde sagen, ja, den Rest hier einfach so, so, so. Na? Okay, schauen wir schon voll. Ja, ich glaube, das passt. Jetzt haben wir wieder schön Platz. Jetzt können wir ein bisschen farmen gehen. Das gefällt mir. Ich brauche nur noch eine Höhle. Mit. Sachen. So. Und hoffe, dass wir ganz viel Titan finden. Titan, Titan. Und dann werde ich gleich mal versuchen, so eine Unterwasser- oder Überwasser, keine Ahnung, für so ein schönes Hauptquartier zu bauen. Aber das möchte ich gern drüben bei der Insel, ehrlich gesagt. So, mein Messerchen. Mein Messerchen, das brauche ich für den Fall, dass mich was fressen will. La 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 la. So. Da haben wir was. Dong. Wir haben Kupfer. Ich nix brauchen Kupfer. Ich will haben Titan, Titan. Titan, 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 Titan. Ich will haben Titan, Titan. Ja, ja, da hinten, ich höre sie schon. Wie so ein... Kommen Sie schon? Luft holen? Noch einmal. Geht schon. So. So. Noch ein bisschen. Alter, ne? Das sind Geräusche von seinem Klapperstorch. Storch, Storch, Storch. Das wird das sein. Spreng mich weg. Au. Da kommt man halt nicht weg von dem Sauviech, ne? Hast du was für... Boah. Da. Alter. Ne? Na, da muss ich mit dem Gerät wahrscheinlich arbeiten. Dann kann ich vielleicht... wegschwimmen. So. Der hat auch nur mal 37%. Darum habe ich das versucht zu sparen, glaube ich, ne? Egal, zur Not. So. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Kalk. Es ist Kupfer. Ne, wer hätte das gedacht? Da unten der ist schon explodiert. Okay. Da ist scheinbar nichts. Hallo. Erzis. Da unten war eins, das mehrere sogar. Da haben wir was.
Es ist Titan. Jawohl, Titanium. Und noch mehr Titanium. Sehr gut. Ich muss immer aufpassen, wenn ich Titanium sage. Meine Farbmaus heißt Titania. Da kann es sehr leicht passieren, dass sie sich betroffen fühlt. Meine süße Kleine. Was haben wir hier? Da ist ein Kreaturenei, ne? Muss man das mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Wie schaut lufttechnisch aus? Sauerstoff haben wir noch. Gut. Blub, 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 blub. So. Da sind wir fertig, ne? Da ist jetzt nichts mehr für uns, leider. Schwupp. Hallo. So, auf dem Felsen sehe ich jetzt auch nichts. Da sehe ich auch nichts. Nix, nix. Nix, nix. Dann werde ich mal bei so einem Hirn-Korallen-Dingens Luft holen, wenn ich es wieder finde. Da ist es. So. Luft, Luft. Und dann... Ja. So, ein Stückchen noch näher. Ich habe jetzt gerade mich ablenken lassen. Nicht gut, wenn man kurz vorm Ersaufen ist. So. Dann schauen wir mal ein bisschen in die Richtung rüber, glaube ich. Geht schon. Blub, blub, blub. So, das dauert jetzt ein bisschen, wie immer. Jo, wie viel Titan haben wir? 2. Okay, das dauert. Wie viel brauche ich für so ein Ding? Weil wenn ich schon mal genug habe für... Ich sag mal... Ja? Hör auf, da diese Geräusche zu machen. Für... ein so ein Teil, ne? Was hätten wir denn da? Fundament. Ich weiß noch, wo mit dem. Ich denke mal, dass wir mit dem anfangen müssen. Wenn ich mal so ein Rohr oder so bauen kann. Vor allem diese Glassegmente da, die werden echt cool werden. Weil ich hoffe, wenn ich mal einmal so ein Rohr habe, ne? Dass man an dem Rohr da schon was anbringen kann, ne? An der Wand. Das wäre schon cool. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ist das immer voll? Jawohl. Schon länger wahrscheinlich. Auf lauter Käppeln. Auf lauter Tratschen. Habe ich mich da wieder... Ja. Habe ich vergessen, weiter zu schwimmen. Da oben ist was. Ich sehe dich. Duck. Aber das ist nur ein Kupferlein. Da ist noch was. Und da drüben ist noch was. Noch mehr Kupfer. Ich brauche aber Titan. Titan, 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 noch mehr Kupfer. Ich brauche Titan, Titan, Titan. Wo ist Titan? Ich habe immer Angst, dass dann gleich wieder Bumm macht. Aha. Sind das die Leviathane, die was hier so schön singen? Ich glaube, oder? Da ist nix, da ist nix, so ein Pech. Da ist nix, so ein Pech, tralala. Haben wir irgendwo ein Hirn-Dingens? Nein, gell? Dann schwimme ich mal kurz hoch, hol frisch Luft. Blub. So, wir haben wie... Ja, passt schon. 3 haben wir erst, gell, leg mir am Buckel. Wie viel brauche ich für so ein Drum? Ah, hätte ich schon genug. Hätte ich sogar schon genug. Könnte ich schon fast zwei Dinger bauen. Aber wofür ich... Verstärktes Basisfundament. Blei hätte ich theoretisch auch genug. Theoretisch. Aber ich möchte gleich nur ein bisschen Titan sammeln, bevor ich zum Bauen anfange. Weil dann können wir vielleicht so 2, 3 Teile machen. Ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Metallschrott. Tut das Not? Muss ich das home? Seegleiterfragment. Das haben wir aber schon, ne? Seegleiter haben wir schon, weil das ist ja dieses Teil hier, ne? Oder? Der Seegleiter bist du. Ja, das brauche ich nicht mehr scannen. Das bringt mir gar nichts, oder? Doch? Normal nicht, oder? Oh doch, Titan. Ui, ich trottel. Nice! Ja, gut. Also immer schön scannen, auch wenn man Sachen schon kann und weiß. Das gibt Ressourcen. So. Und der Metallschrott.
fallen lassen, besteht hauptsächlich aus Titan. Kann ich das... Kann man das kaputt machen? Ich hab's vergessen. Wahrscheinlich, ne? Brauch Luft einmal. Bam, 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 bam. Theoretisch hätten wir jetzt schon genug, dass wir rüberschwimmen könnten zur Insel, ne? Und einmal 2, 4, 5 Dinger bauen. Also mal so ein... Probieren zumindest. Oder sollte ich lieber zuerst einmal in der Nähe von der Aurora? Fragen über Fragen. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden werde. Hä? Da gibt's noch was zum Scannen? Achso, Lebewesen. Viecherl, ne? Echt, da wäre was gegangen jetzt? Habe ich etwas vergessen zu scannen? Schock, schwere Not. Jetzt weiß ich aber nicht, was es ist. Ja. Okay, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir beenden den Part hier. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Ui, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.